Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Wir machen genau dort weiter, wo wir beim letzten Part aufgehört haben. Die Kiddies sind aus der Schule zurück. Mit Lea waren wir im Fitnessstudio und das werden wir auch gleich noch ein bisschen wiederholen, denn wir gucken mal kurz rein. Wo haben wir es? Sie hat es noch nicht geschafft abzunehmen. So, und sie sieht ja ganz fit aus. Das heißt, Papa, wo haben wir es? Geh joggen. Kind, was ist los? Du kannst Hausaufgaben machen. Auch wenn du wütend bist, mach Hausaufgaben. Ach, du bist ja gar nicht mehr wütend. Du bist wütend. Warum? Verdrießliches Gespräch mit der Mutti. Oh oh. So, mach dir bitte alle Hausaufgaben. Jetzt liegen hier die Hausaufgaben schon wieder rum. Ich fasse es nicht. Du sollst Hausaufgaben machen, Junge. Du, 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 du. Was ist mit dem los? Kein Bock auf Schule. Junge, noch einen Tag, dann ist Wochenende. Dann kannst du ein bisschen Sport machen. Wo wollte ich hin? Du bist 50% fertig, aber du machst noch Hausaufgaben. Du machst auch deine Hausaufgaben. Du schläfst schon. Und du hast deine Hausaufgaben einfach hier hingeschmissen. Mädel. Ran an den Speck. Du machst deine Hausaufgaben, ärgerst dich über eine stinkende Windel, dabei musst du gar nicht in dem Zimmer. So. Du bist hier mein Überflieger. Du bist fertig. Was war das? Kann mir jemand verraten, warum hier keine Feste in meiner Stadt stattfinden? Oder kriege ich nur einfach keine Benachrichtigung drüber? So, lenk mal deine Schwester nicht ab. Du brauchst Spaß. Dann geh doch mal hinunter und schau Fernsehen. Wir haben jetzt extra einen teuren Fernseher gekauft. Da müsst ihr doch jetzt mal ein bisschen Spaß haben, ihr Süßen. Er ist traurig. Kannst du? Für dich haben wir gar nichts zu spielen hier. Das tut mir aber sehr leid. Das müssen wir auch noch organisieren. So. Ach, hier mal alle auf Vordermann zu bringen. Leute, nee. Du bist mit den Hausaufgaben fertig. Dann geh mal auf Klöchen und dann gehst du einfach mal. Was ist denn mit dem los? Bist du jetzt wenigstens fertig mit den Hausaufgaben? Sehr schön. Dann darfst du einmal was futtern. Reste nehmen. Gehst dann mal hier auf Klöchen. Und danach kannst du wieder schlafen gehen. Okay, ich ertrag's nicht, dass das Kind hier weint. Tröste doch mal bitte dieses Kind. Und dann bade doch mal bitte dein Kind. Rudi, ab ins Schaumbad mit dir. Hat sie jetzt abgenommen? Immer noch nicht. Wie lange soll denn das dauern hier? So, wo waren wir stehen geblieben? Warum isst ja denn nichts? Abwarten, was geschieht? Du sollst was essen. Manometer, ey. Diese Kinder. Okay, du bist fit. Du stinkst? Dann geh bitte du. Na, duschen. Hausaufgaben sind fertig. Ich gucke jetzt erstmal. Alle haben die Hausaufgaben fertig. Okay, eins nach dem anderen. Du isst jetzt was, dann gehst du auf Klo und dann gehst du schlafen. Du schläfst schon, du schläfst und du stinkst. Nach dem Schlafen kannst du duschen. Na, dann gehst du duschen und was futtern. Wie viele Gemüseteigtaschen haben wir denn hier noch drin? Du brauchst Spaß, du darfst mal ein bisschen Fernsehen gucken. Obwohl, eigentlich kann sie Computer spielen. Weil sie braucht ja hier noch einen Fähigkeitspunkt, um... Ach, dieses Singen, das nervt mich gerade. Ach nee, Lea räumt auf, ist das schön. Lea, du darfst jetzt noch einmal bitte... joggen gehen an die Grenzen, weil du sollst
Eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn energiegeladen. Ah, das kann sie doch. Hier, oder? Erfrischende Dusche, dann ist sie doch. Nein, nein, Lea, komm zurück. Nicht so schnell. Kommst du zurück? Ist sie dann energiegeladen, wenn sie eine erfrischende Dusche nimmt? Ich hoffe. Oder ist sie dann inspiriert, glaube ich, ne? Mal schauen, was es wird. Mal schauen. Wer singt hier? Die kleine Maus. Ah nee, ist ja gar keine sie. Ob ich das mir merken werde mit den Haaren? Ich weiß es nicht. Geh schlafen, Mäuselchen. Du kannst hier oben auch schlafen gehen. Wir haben genug Betten. Dann kehrt hier auch mal ein bisschen Ruhe ein. Du guckst noch Fernsehen. Aber ich denke, dich schicken wir auch mal ins Bett. Na, das ist dann, also, mit Dennis läuft irgendwas schief, ne? Habt ihr auch schon gemerkt. Ach, endlich Ruhe. Lea, du bist jetzt energiegeladen. Halt, stopp. Du hast eine Stunde Zeit. Ach, jetzt kann sie nur joggen gehen, aber sie soll doch eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn energiegeladen. Na gut, mal sehen, ob wir es schaffen. Level 4 werden wir auf jeden Fall erreichen. Zwei Fitnessgeräte besitzen. Was ist denn das günstigste Fitnessgerät, was es hier gibt? Wir können es ja danach direkt wieder verkaufen. Wo ist es denn? Halt. Ich bin blind, ich sehe es nicht. Ah, hier, Aktivitäten und Fertigkeiten da. Das günstigste, nicht das neueste. Ein Fußball. Was? Gibt's hier nicht so eine Yogamatte? Ist das kein Fitnessgerät? Da, Tatsache. Ach, muss ich jetzt. Guck mal hier draußen. Kannst du draußen Sport machen? Zählt das dazu, bevor ich jetzt eine zweite kaufe? Sind wir Füchse. Huhu. Dann machen wir die noch ein bisschen hübsch. Ja, hier, komm. So. Dann geh mal joggen. Genau, ich spule mal vor. Derzeit. Stinkt das Kind immer? Nee, habe ich mich gerade versehen. So, räumen wir doch mal ein bisschen auf hier. Kann ich die Teller schon mal zusammenstellen? Nö. Lea schon zurück? Nein. Kinder schlafen auch noch alle sehr schön. Okay, Lea, jetzt, du bist immer noch 3 Stunden. Guck mal, jetzt kannst du an die Grenzen gehen, ne? Los, geh joggen. Komm erst wieder, wenn du an die Grenzen gehen kannst. Wie sieht denn ihre Fähigkeit? Oh, das dauert ja auch noch ewig. Irgendjemand weint. Hast du Hunger, Rudi? Du musst dich jetzt mit mir begnügen. Ja, du hast Hunger. Schau mal her. Hier hast du ein paar schöne Pilze, ein paar grüne Erbsen, Karottchen, eine Zwiebel. Und schmeiß das jetzt hier nicht rum. Hopp, hopp, hopp. Und danach kannst du ein Nickerchen machen. So, du bist auch wach, weil. Angst. Och nee. Manometer. Okay, nimm dir mal ein paar Reste. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch hier? Und danach nimmst du dir auch noch ein paar Reste. Okay. So, Lea, wie sieht's bei dir aus? 1 Uhr morgens? Warum war er jetzt nicht duschen? Das verstehe ich nicht. Danach gehst du bitte duschen. Los, Lea, wenn du jetzt nicht abnimmst, da stehst du. Brauchst du dich nicht verstecken. Du gehst jetzt.
verstehe es nicht. Kannst du hier... Ach schade, ich dachte, wir kriegen die 4000 noch. Aber gut, vielleicht kriegen wir hier Fertigkeitslevel 4 noch hin. Ja. Ach so, das ist gar kein Sport. Dann geh doch nochmal joggen. Los, gehst jetzt hier joggen, bis du umfällst. Ach süß, jetzt sitzen die hier drin. Ach herrlich. Ja, hier richtig völlig verdrecktes Kind. Du Arme. So. Oh nee. Die Rasselbande, ey. Was hat sie denn gerade für eine Bewegung gemacht? Ach, er ist ja immer noch ein Er. Geh mal am besten wieder schlafen. Warum geht er denn immer noch nicht duschen? Junge, geh doch mal duschen. Gehst du noch mal auf Klöchen? Oh, der hat ein Einzelzimmer, seht ihr? Huhu. Ach, da sind noch die Monster. Gehst du trotzdem schlafen? Wie sich das anhört. Aber ich habe doch hier so eine Pokémon-Lampe. Das sind ja gruselige Geräusche, da würde ich auch nicht schlafen wollen. Und geht sie? Hat soeben mit dem Monster unter seinem Bett Freundschaft geschlossen. Du solltest schlafen. Der findet Duschen total blöd. So, nein, ich verbrenne, ich verbrenne. Mach das Wasser aus. Okay, Lea, du bist zurück. Du warst auf Klo? Nicht? Dann gehst du noch mal duschen. Ach, duschen. Und du hast jetzt das Gemüse hier hingeschmissen. Du unerzogenes kleines Kind. Du sollst das essen. Der schmeißt es einfach um sich, als würde das nicht schmecken auf Dauer. So, kleiner Mann, dann geh mal schlafen. Und dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Lea, beziehungsweise stecken wir die auch mal direkt ins Bett. Okay, das hat hier anscheinend nicht funktioniert. Schade. Was können wir noch machen? Ach, schade, schade, schade. Ich wollte ja mit ihr als nächstes Robotik lernen, drei Bücher zu Ende lesen, Logikfähigkeit, Programmieren, auch drei Bücher. Wir nehmen mal das hier. Dann kaufen wir uns nämlich noch schnell ein Buch. Können wir das hier kaufen? Ich glaube, ich brauche dafür ein Bücherregal. Was ist hier das günstigste, bitte? Die Retro-Bücher. Stellen wir die einfach mal hier hin. So. Okidoki. Dann geht sie noch. Ach. Warum hören die dann nicht auf mich? Ich verstehe es nicht. War wieder dein Kind im Bad mit drin und du konntest nicht auf Toilette gehen. Unerhört. Einfach unerhört. Ich verstehe das nicht. Hier steht noch ein Tellerchen. Das räume ich auch mal schnell weg. Ach, Jemine. Lea kann noch nicht schlafen gehen.
Die muss ja nämlich mal. Oh, 6000. So, mit dem Schlafen gehen musst du noch kurz warten. Verkauf das mal schnell, dann kannst du schlafen gehen. Und dann kaufen wir doch schon mal ein Buch. Ich hoffe, ich habe jetzt hier. Liebestag, oh nee! Ich wollte doch was anderes heute machen. Wo sind die Fähigkeiten? Angeln. Ich glaube, wir müssen ganz nach unten stricken. Robotik, da ist es. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich brauche dafür noch eine Werkbank, oder? Ach so, ich spule noch vor. Ich habe mich gerade gewundert, warum sie so komisch läuft. Warum hat sie es jetzt wieder nicht gemacht? Lea, du treibst mich in den Wahnsinn. Wenigstens hier hat sie es hingekriegt. So, du darfst erst schlafen gehen, wenn du hier auch einen Mega-Verkauf machst. Ja. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt darfst du schlafen. Wir haben 12.000 Leute. Huhu, es wird langsam. Der Garten ist echt die Einnahmequelle, die beste. Haben wir immer noch Gemüseteigtaschen übrig? In einer Stunde geht's zur Schule. Du isst hier ein trockenes Toast. Du gehst mal ganz fix auf Klöchen. Dann gehst duschen. Ich glaube, mit dem Essen ist dann nichts mehr. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist alle. Das ist schlecht. Okay, du siehst tutti-frutti aus. Du siehst auch gut aus. Du darfst schon mal aufstehen. Was ist denn los mit dir, Mädel? Angespannt. Braucht Vergnügen. Das wirst du in der Schule nicht haben. Ich verstehe nicht, warum guckst du nicht Fernsehen beim Essen? So, in 3 Minuten geht's weiter. Ab zur Schule. Ein letztes Mal vor dem Wochenende. Die Abstimmung wurde eröffnet. Halt! Stopp! Da war was. Wir brauchen. Was ist das hier? Ach, jetzt finde ich es wieder nicht. Ach nö, wo war es denn? Bei Tiere war es nicht, bei Sport war es nicht, bei Kreativität nicht, bei Familie nicht. Bei Essen nicht, bei Vermögen nicht. Guck mal hier, wenn ich das nehme, 10.000 Erspartes besitzen. Yes. Und dann ist es hier auch. Ach nee. Da steht hier ein Haus im Wert von 50.000. Wir brauchen nur noch 5.000. Leute, jetzt geht's los. Wir müssen irgendwas im Wert von 5.000 € kaufen und das verkaufen wir dann wieder. Wir machen doch dann mal direkt 1.000, 1.000. Alles anzeigen. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Ach nö. Das ging ja fix. Dann einmal bitte runter. Ganz unten müsste doch hier das teuerste. Was? Ach nee. 5.000 €. Simoleons. Hier, guck mal, so ein Computer doch bestimmt. Wo haben wir es? 4.000. Guck mal hier, ich hoffe, wir kriegen das Geld wieder. Leute, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt. Dann machen wir lieber nicht 10.000. Hier so ein Kühlschrank gibt es da bestimmt für 5.000. 2,8, 14.000. Haben wir was für 2,5, 2,4? Dann nehmen wir doch lieber den hier. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt dürft. Yes! Cool. Ihr auch. Ach, erspartes Besitzen müssen wir. Na gut, das kriegen wir nicht hin. Und jetzt drückt mal mit die Daumen, dass wir dieses Geld wieder kriegen. Verkauf. Oh no! Wir haben Verlust gemacht. Scheiße.
Das war nicht gut. So, ich wollte ja aber zur Abstimmung. Wo war denn jetzt die? Ich dachte, hier ist die. Wir machen mal kurz rein. Auf dem Fest was essen, Selfie machen. Das können wir alles morgen machen. Eine Stunde im Fluss von Wakaba schwimmen. Kann man machen. Das bei Natur? War das hier? Ach stimmt, das war ja nicht. Ich war jetzt gerade im falschen Erweiterungspack. So, da haben wir's. Lea, steh auf. Wir müssen dringend etwas erledigen. Wir müssen nämlich abstimmen. Was war hier? Außer Kraftsetzung beeintragen. Wir stimmen jetzt ab. Ich hoffe nur, die kriegen nicht alle wieder Blüten auf den Kopf. Dann muss ich was unternehmen. So, wofür stimmen wir denn ab? Grüne Gärtner. Aber Förderung der kreativen Künste, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Wer als Maler, Freelancer, Fabrikant, Schriftsteller tätig wird, zudem besser bezahlt, während. Oh, das nehmen wir doch. Okidoki. Meilenstein erreicht. Yes, sind wir heute erfolgreich, Leute. Hör doch mal her, was ist denn da los? Verkaufe überschüssige Energie oder überschüssiges Wasser? Nee. Was war jetzt noch mal genau? Hier wollten wir. So, Lea, du darfst jetzt erstmal. Huch, ich wollte hier hin. Du darfst jetzt etwas kochen. Wir haben einen Vegetarier in der Familie. Wo sind die Gemüseteigtaschen hin? Wow, die waren immer hier oben. Da sind sie. Partygröße und danach kochst du direkt mal Macaroni mit Käse. So, Kiddies, ab in die Schule. Was sind das für Kinder? Ganz ehrlich. Ab zur Schule. Du darfst auch zur Schule. Du hast Hunger. Oh nein, ich hoffe, der kriegt was in der Schule zu essen. Oh, die Ruhe, die hier plötzlich einkehrt. Junge, du sollst zur Schule gehen. Habe ich den jetzt kochen geschickt? Nee. Diese Kinder treiben mich in den Wahnsinn. So, ich sehe gerade, die 20 Minuten sind schon wieder um. Ich muss mich jetzt ein bisschen umstellen, dass es jetzt nach 20 Minuten geht und nicht mehr einen Tag, den wir erleben. Dann bleibt doch wie immer noch ganz kurz dran. Am Ende gibt es ein kleines Zitat. Dieser Lümmel, du sollst zur Schule gehen. Du sollst zur Schule gehen. Junge, geh zur Schule. Oberschule besuchen. Hier ist irgendein Bug drinne. Warum? Also, wie auch immer, wir beenden jetzt erstmal den Part. Im nächsten Part werden wir sehen, warum er jetzt unbedingt diese Schule schwänzen möchte. Ich glaube, er möchte nicht aus dem Haushalt ausziehen. Ich glaube, er hat gehört, dass ich gesagt habe, dass er am Montag ausziehen würde, wenn er Einserschüler ist. Und wenn er jetzt schwänzt, dann hat er keine guten Leistungen mehr. Dann wird er kein Einserschüler mehr. Oh, grrr. Der Dennis möchte nicht weg. Er möchte noch bleiben. Er ist noch nicht bereit für das harte Berufsleben. Okay, Leute, genug gequatscht. Macht euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Und Ophelia trat in die tiefe Kluft und beschloss, auf dem Wasser zu laufen. Und Könige werden Könige töten und ihre Königin heiraten. Aber Liebe scheint für mich auf immer verloren zu sein.